Ich bin Neoblade. Und klicke hier mal ein bisschen wild rum. Wir sind in einem Build Order Tester, der Benchmarker heißt und unter den Custom Games gefunden werden kann. Ich habe den schon mal erklärt. Deswegen gehen wir den hier nur ganz kurz durch. Wirklich kurz. Man sieht schon, ich baue bei 47 Sekunden einen Overlord. Man sieht hier oben die Zeit. Man wird sehen, dass ich bei 2 Minuten 8 die Hedge baue. Darum, es geht nicht darum, ob das gut oder schlecht ist. 2 Minuten 8 finde ich schon einen ordentlichen Wert, aber den Pool könnte man dann auch früher bauen. Ich habe hier noch nicht mal gestackt und trotzdem gute Werte erreicht. Und man sieht jetzt hier oben gleich 2:12 kommt die Hedge. Wie man die Build Order aufzeichnet, habe ich, wie gesagt, in einem anderen Video erklärt. Das findet man unten in der Beschreibung. Und heute geht es mir mehr um Build Order Testing im Salt Mod. Auch dazu zeige ich erstmal ein Replay. Falls euch die Varianten nicht gefallen, braucht ihr dann auch das Video nämlich nicht zu Ende zu gucken. Ich habe mir von manchen Leuten sagen, meine Videos sind zu lang und kommen nicht schnell genug auf den Punkt, da ich letztendlich Videos sehr gerne mache und auch sehr gerne Sachen erkläre, gehört das halt dazu, aber in diesem Fall will ich euch nicht lange quälen und wir schauen uns das Ganze sehr, sehr, sehr schnell an. Diese Maske sehen wir gleich noch im Detail und das hier ist ein Tentpool. Die Timings habe ich mir so ausgedacht, mal schnell ein Tentpool gespielt und das war dann etwas schlechter gespielt. Hier kriege ich das etwas schneller hin. Und ob man die Timings und Benchmarks hier einhält, ist diesem Salt Mod völlig egal. Er hakt nur ab, hat man die Reihenfolge eingehalten oder nicht, beziehungsweise baut man diese Sachen überhaupt. Und er sagt an, was man tun muss. Morph an Overlord. Hört man da die weibliche Stimme im Hintergrund. Und dann sieht man, Spawning Pool wurde gebaut, Overlord wurde gebaut und das wird dann hier abgehakt. Und dann wird es auf Grau gesetzt. Also ist einfach eine relativ schnelle Möglichkeit. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Während der Benchmarker eine BO aufzeichnet, wie man sie haben will, hat der Salt Mod den Vorteil oder den Nachteil, das ist nämlich, glaube ich, Philosophie-Sache. Ich nehme hier jetzt mal einfach, weil ich eben Daybreak hatte, jetzt Cloud Kingdom. Create with Mod. Das sind die aktuellen Ladder-Karten gerade gewesen. Create Game. Man gibt sich hier eine AI. Ist irrelevant welche, sie spielt sowieso nichts. Während der Benchmarker den, ja, Vorteil hat, dass man die BO selber spielen muss. Und das hat natürlich auch direkt den Nachteil, dass wenn man bei Minute 8 einen Fehler macht, muss man entweder das resumen, ich weiß aber nicht, ob das dann noch geht, oder man muss das Gesamte nochmal spielen. Das müsst ihr selber mal ausprobieren. Habt ihr hier die Möglichkeit, euch die Build Order zusammenzuklicken. Dazu drückt ihr F10, geht hier auf Build Orders, Create New Build Order. Und ich schreibe hier einfach mal JuffFE hin, weil ich die Build Order sehr, sehr gut kenne. Ich schreibe hier mal XYZ hin. Und das ist ein ganzes Protoss-Bild. Das hier speichert er eh nicht ab, deswegen kann man es auch, also zumindest habe ich es noch nicht hinbekommen, das abzuspeichern. Und dann haben wir hier einen Protoss-Bild. Und man gibt hier oben einfach Supply ein. Man gibt hier die Zahl ein. Hier könnte man 47 Sekunden wählen, wenn man ein Pro-Gamer ist. Wir machen das heute mal auf eine schlechte Art und Weise und geben hier einfach 49 Sekunden ein. Und klicken dann einen Pylon an. Da ist der Pylon und schon erscheint hier Pylon. Dann sagen wir, bei 13 bauen wir ein Gate. Das möchten wir ungefähr bei 1:42 bauen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Und dann klicken wir auf das Gebäude Gate. Dann kann man hier auf Finish gehen.
man hat unter Build Orders dann hier, theoretisch hätte man hier haben müssen, Protoss Yuffie geht auf Select und sagt Start. We require more minerals. Mal schauen, ob ich das jetzt hinbekomme, bei 49 Sekunden den Pilot zu setzen. Ich glaube aber schon. Ich bin als Protoss natürlich ein bisschen raus. Baue schon eine Sonde nicht rechtzeitig, aber da die andere noch baute, ist das erstmal egal. Und jetzt bereite ich mich darauf vor. Das hat also, glaube ich, geklappt. Ihr seht, es wird wieder ausgegraut. Wir bereiten uns auf Chronoboost vor. Bei 12 setzen wir den Waypoint hier hin. Sollten wir allerdings auch natürlich tun. Und dann sollten wir es schaffen, bei 1,42 das zu bauen. Ja, war ein bisschen später. Aber ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. Man kann die ganzen Sachen exportieren, indem man hier auf Select Build Order geht, JuffFE, und dann auf Select, beziehungsweise, nein, nicht Swap, Swap ist schlecht, Export Current Build Order, und dann steht hier JuffFE und so weiter, kann man rauskopieren in der Textdatei und so weiter. Das Ganze geht natürlich auch für den Import. Hier einmal auf X, F10, Build Order, Import a Build Order. Hier habe ich den Tenpool, den ich eben gezeigt habe, als Replay mal abgespeichert. Habe ihn dann sofort hier, muss dann allerdings selbstverständlich auf Restart gehen. Werde ich dann automatisch Protoss. Also ihr seht schon, da besteht keine Abhängigkeit zwischen. Der Restart dauert immer ein bisschen, weil er alle Units neu generieren muss. Dann kann man hier Zerg drücken und hat dann die Möglichkeit, seine BO durchzuspielen. Das Ganze geht auch für komplizierte BOs. Aber ich denke, das Grundprinzip ist verstanden. Es ist ein bisschen Arbeit, selbstverständlich, diese Build Orders abzuspeichern und zu erstellen und zu bauen. Aber man kann sich das ja auf einen Zettel schreiben oder aus dem SC2-Planer irgendwie ablesen. Dann trägt man die halt einfach von Hand ein. Das Exportieren ist super wichtig, weil es einen Bug gibt, nämlich dass BOs nicht in sogenannten Banks abgespeichert werden können. Das heißt also, wenn ihr das eingetragen habt, müsst ihr auf BOs Export Current Build Order gehen, sonst ist eure BO beim nächsten Mal weg. Es gibt keine Möglichkeit, diese auf der Festplatte zu speichern, von diesem Tool aus. Hat der Entwickler so gesagt, glaube ich ihm auch, weil solche Bugs kenne ich vom SC2-Editor auch. Also arbeitet bitte hier mit diesen Schaltflächen. Fakt ist, dass selbst neuere Versionen hier vom Salt-Mod mit den alten BOs weiterhin klarkommen. Es gibt wohl auch Webseiten, die diese Build-Orders schon anbieten, und man hat die Möglichkeit, hier verschiedene einzubauen, die von der Karte vorgegeben sind. Das Problem ist, ich finde die halt nicht so wunderschön irgendwie. Aber auch das kann man natürlich mal machen. Build. Restart. A supply depot. Also hier stehen dann immer Nullwerte. Terraner. Aber sieht eigentlich wie eine ganz normale BO aus.
Ich habe die Zergstimme noch an, okay. Aber das war auch, also das ist ein Bug, den ich auch schon sehr, sehr, sehr lange kenne. Ich baue jetzt mal bei 9 das Depot, um zu zeigen, dass die Supply-Zahlen nicht überprüft werden. Go ahead. SCV ready. Yep. Also man sieht hier 9 Supply, 10. Soll es für dieses Video auch gewesen sein. Das sind die Möglichkeiten, die ihr habt. Und vielleicht ein letzter Satz noch. Die Hilfe wollte ich leider nicht anzeigen. Die Problematik bei dieser ganzen Geschichte oder bei dem Salt Mod finde ich, dass ihr einen bereits vorhandene BO, also Beispiel, ich bin mit meiner Tentpool BO nicht zufrieden. Gehe hier auf Select. Ich mache hier immer wieder leichte Fehler, was mir leid tut. Zack, Tentpool. Gehe hier auf Edit. Ihr habt nicht mehr die Möglichkeit, diese Zeitindex oder diese Supply-Zahl zu verändern. Zumindest habe ich noch keine herausgefunden. Wenn man nochmal auf Spawning Pool klickt, wird das ergänzt. Man kann auch Steps löschen. Also einzelne Schritte löschen, remove the step. Aber man kann diese Dinge hier nicht mehr editieren. Zumindest weiß ich keine Möglichkeit. Das war's für diese Map, für diesen Salt Mod. Den könnt ihr übrigens dann auf allen Karten spielen. Ihr könnt die Anzeige dieser BO auf der Karte verschieben. Das könnt ihr euch in der Hilfe in verschiedenen Tutorial-Videos angucken. Und das soll's für dieses Video gewesen sein. Ihr habt mit diesem Video gelernt, wie ihr eure Openings abspeichern könnt und wie ihr sie nachspielen könnt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis demnächst.